Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du Salami-Sticks ganz einfach selber machen kannst. Das sind diese kleinen, ganz dünnen Salamis. Vor allem für Anfänger meines Erachtens sehr gut geeignet, da das Trocknen aufgrund des geringen Durchmessers viel, viel einfacher ist. Vom Geschmack her mache ich jetzt hier eine Paprikasalami aus Schwein. Du kannst da aber auch Rind mit dazu machen. Das Salami-Rezept an sich ist eigentlich egal. Du kannst da auch ein paar andere Gewürze benutzen. Wie gesagt, es geht jetzt hier hauptsächlich um die Herstellung. Rezept kannst du da jedes eigentlich dafür nehmen. Als erstes habe ich hier Schweineschulter und Schweinerückenspeck, dann Nitritpökelsalz und da ich eine Paprikasalami mache, eben schwarzen Pfeffer, Knoblauch, Paprika und Dextrose. Und ich würde sagen, dann starten wir direkt mal los. Wie immer als erstes das Fleisch in wolfgerechte Stücke schneiden. Da einfach nur aufpassen, dass es später auch in dein Fleischwolf passt. Und sobald die Stücke dann fertig sind, kannst du die Gewürzmischung zusammenmischen. Ich habe jetzt hier den Pfeffer separat gemahlen, ansonsten vorher einmal mahlen, alles schön durcheinander mischen und dann zu den Fleischstücken geben. Und dann einmal richtig schön vermengen, schauen, dass es überall dran ist. Und dann kannst du die, so wie sie sind, ein, zwei Stunden im Gefrierschrank anfrieren lassen. Wenn die dann angefroren sind zum Wolfen, nehme ich jetzt hier die mittlere Scheibe. Du kannst auch die dünnere nehmen. Die gröbste empfehle ich jetzt nicht, weil wir wollen es ja später in diese dünnen Därme abfüllen und da passt das Ganze dann nicht rein. Deswegen für mich die mittlere da die richtige Wahl. Lass hier das Brät einmal durchlaufen. Wichtig ist wirklich, dass es schön kühl ist, wenig schmiert, damit man später auch dann einzelne Fettstücke und Fleischstücke in der Salami hat. Ich persönlich mag das lieber. Und im Anschluss dann das gewolfte Fleisch richtig schön durchkneten. Kannst auch eine Küchenmaschine dafür verwenden. Wichtig ist nur, dass ein schönes Brät entsteht. Das sollte am Ende richtig gut zusammenhalten. Und so passt es dann super. So, zum Abfüllen benutze ich jetzt hier einen Schafsdarm Kaliber 20-22. Wenn man die noch dünner haben will, kann man es auch noch dünner machen. Das ist komplett dir überlassen. Man sieht es hier bei mir am Ende, dass die dicker geworden sind, als ich das eigentlich wollte. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Kaliber hier dicker war, als ich den sonst so kannte. Und jetzt beim Abfüllen ein großes Problem. Dadurch, dass es so dünn ist, war meine Masse war viel zu kalt. Dadurch war es richtig schwierig, die hier rauszubekommen. Und es hat leider jetzt hier auch geschmiert. Sieht man hier jetzt auch in der Farbe. Geschmacklich macht das am Ende keinen Unterschied. Ich konnte es dann auch jetzt hier im nächsten Schritt nochmal richtig schön abdrehen und zu guten kleinen Würstchen verarbeiten, aber da vielleicht einfach schauen, dass es nicht zu sehr angefroren ist. Ansonsten ist das Abfüllen bei diesen kleinen Kalibern wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, wenn die dann abgedreht sind, einmal schauen, dass überall die Luftlöcher draußen sind. Das heißt, da mit einer Nadel hingehen oder mit so einem Wurstpieker und alle Lufteinschlüsse öffnen, schön kompakt abfüllen und dann für 24 Stunden bei Raumtemperatur, also so zwischen 20 und 25 Grad, einmal aufhängen. Das ist wichtig, dass die Salami schön fermentieren kann und dann nach 24 Stunden sollte sie ungefähr so aussehen. Und dann kannst du die Salami-Sticks auch an einen kühleren Ort hängen, so 10 bis 15 Grad und dann über einen längeren Zeitraum wirklich trocknen und reifen lassen. Ich habe das in meinem Salami-Beitrag mal detailliert beschrieben, verlinke ich auch unten. Ansonsten, wie gesagt, bei diesem kleinen Kaliber kann man wenig falsch machen. Ich habe die jetzt so 2 Wochen trocknen lassen und nach 2 Wochen hatten die dann auch eine richtig schöne feste Konsistenz, wie man das jetzt hier sieht. Auch hier im Anschnitt finde ich sehr schön, was ich meinte am Anfang, einzelne Fettstücke und von der Konsistenz her eben nach 2 Wochen auch schön fest. Ich mag das so, wenn du sie weniger fest haben willst, dann einfach kürzer trocknen lassen. Beißt jetzt einmal rein. Ach, und ich kann sagen, ja, also der Paprikageschmack kommt gut raus, Knoblauch ist einfach, also ist einfach eine schöne Sache, kann man gut zur Brotzeit nehmen, zum Snacken mitnehmen. Und ja, wie immer, das komplette Rezept unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da, Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.